Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich habe in der letzten Folge diesen grausigen Kommandanten gekillt, der mit mir ziemlich auf die Nerven gegangen ist mit seinen Summons. Von ihm die goldene Nadel bekommen, die ich jetzt direkt zu dem Kumpel bringen werde, den wir da oben getroffen haben. Ja, ich bin hier, glaube ich, echt nicht schlecht. Kann, glaube ich, von hier aus dahin. Das Aufnahmeprogramm und der Stream, das ist dasselbe Programm. Dieselbe Software. Ui! Ey! Nein! Aua! Aber einen Mute reinmachen, ja, ist vielleicht eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich das trennen kann. Müsste ich mal gucken. Hier. Hier geht's lang. Was hast du noch für mich? Glassplitter. Ah, da ist der T-Rex-Hund. Ja, auch mega cool ist irgendwie, ne? Ah, sau geil. Hi. You found the unalloyed gold needle. Yep. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. Celias Geheimnis. True artisan, a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Can you give me some time with this? As Ja, klar. Inventar. So, wo ist jetzt? Hier. Birgt die Quelle, entzündet drei Kerzen hoch in den Türmen, um das Siegel zu brechen. Okay. Kumpel, wenn ich damit fertig bin, bist du hoffentlich fertig mit deiner Nadel. Sonst komme ich und... Zack. Okay, jetzt weiß ich auch, warum ich hier mit diesen Wurzeln so Wege nach oben finden kann. Stadt der Zauberer. Okay. Ein Turm, zwei Türme, der dritte Turm. Oder ist irgendwo anders noch einer? Ah, schwer zu erkennen. Ah, ich war vorhin da oben drauf, ne? Mist. Wie die immer reinklatschen. Ey, ihr seid zu zweit. Ach, deshalb. Oh. Aua. Okay, also, ich muss irgendwie nach oben. Ah
Ich wollte ihn kritisch treffen, damit ich... das wird nix. Wie bin ich denn vorhin so schön da hochgekommen? Ah, Hundi, hi. Aua, aua, nee, aua. Ey, oh, what? Okay, der hat mir ordentlich eine mitgegeben. Marikas Pfahl. Okay. Geschickt. Ah doch, man kann von vorne kritisch treffen, die Jungs. Du hängst ja immer noch da rum? Hallo, ich habe gerade einen Boss gekillt. Schwache Ausrede. Okay. Na gut, dann nicht. Alter, wie er nicht aufhört. Ja. Okay. Jeder Schuss ein Treffer, ja. Zwei Bosse, okay. Oh Mann, ey. Okay, ihr seid mir alle egal jetzt gerade, Jungs. Ist mir jetzt zu doof, mich nochmal hier durchzukämpfen. Nope. Nope. Okay, hier hinten geht's gar nicht weiter. Ups. Wie bin ich denn... Vorhin war ich hier oben... Ah ja, genau so. Ich höre was. Oh, da! Dann bin ich hier rüber. Wo will ich ihn überhaupt hin? Dahin. Du warst ein One-Hit-Wonder. Okay. Sehr gut. Okay, da hinten ist noch ein Turm, aber jetzt erstmal den hier. Okay.
Ah ja, Numero uno. Irgendwo in der Stadt wurde ein Siegel gebrochen. Okay. Lol, der Baum da hinten leuchtet noch, habe ich den nicht? Ah, da ist der andere Turm, der dritte. Das ist gar nicht der da. Okay. Ja, sollte doch machbar sein. Nein! Oh, die sind so nervig. Ja, gut, dann halt nicht. Sehr gut. Und der dritte war da hinten. Da kann ich, glaube ich, unten entlang. Hilfe! Hey, hier war vorhin zu. Cool. Okay, Leute, das ist ein mieser Sprung hier. Das kann doch nicht. Das ist nicht euer Ernst, oder? Huah! Ah, doch, geht. Gut. Okay. So. Ui, hi, grüß dich. Perfekt. Perfekt. Okay. Ich denke mal, ich komme hier oben zur Karte. Habe ich mir die noch markiert? Ich glaube, ich habe die Markierung nicht weggemacht, deswegen. Ja, holen wir mal die Karte für. Was ist das hier? Warum ist da ein Felsen? Ein Stein irgendwie, keine Ahnung, oder Metallkugel oder was auch immer. Sieht eher nach Metall aus. Heiliger. Da ist ein Turm. Oder eine Kapelle oder irgendwas. Ah ja, da gibt's eine Gnade. Sammeln wir die mal eben ein. Oh, hi, Jungs, wer seid ihr denn? Ey! Hahaha! Mein Gott, seid ihr hässlich. Mann. Oh, was die Leute genommen haben müssen, die auf diese Ideen kommen. Wer bist du? Ah, du bist die Dame, die geheilt werden muss. Maleficent. Ja, ich gehe ja schon. Heilige Träne. Sakrament. Sakramentsknospe. Okay. Ah, drei goldene Saaten. Brauche ich jetzt schon. Junge Lady, ich komm wieder. Ein Kumpel von dir hat mit mir geredet. Der hat eine Nadel, mit der nähen wir dich wieder zusammen oder so ähnlich.
Ui, let's go. Grails Drachenhügel. Okay, glühende Steine. Hi. Bist du freundlich gesinnt? Nee, ich glaube nicht. Oh, da kommen gleich ein paar kleinere noch dazu. Oh, alles klar. Da sind noch mehr davon. Da sind noch mehr. Alles voll mit Drachen. Ich will eigentlich nur kurz... Da ist, glaube ich, auch noch irgendwas hinter mir. Darf ich kurz vorbei, Jungs? Nicht ganz ruhig. Ich reite hier nur durch. Kein Stress. Sammel das. Ah, warum darf ich es nicht aufheben? Danke. So, jetzt wäre hier an der Ecke irgendwo noch eine Gnade ganz cool. Was ist hier? Da liegt einer. Da, Gnade. So. Neue Karte. Nice. Guck mal an. Ah, hier gibt es noch einen Weg in den Untergrund. Und das sieht nach einem kleinen Schloss aus. Und das hier ist doch nochmal so ein PvP-Ding, oder? Ja. War ich an dem Baum schon? Oh weh, keine Ahnung. Nee, dann würde er angezeigt werden. So wie hier. Okay. Ich will jetzt mit dem Kumpel reden. Mit dem Kumpel, der die goldene Nadel hat. Flippo, grüß dich, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Und willkommen, Flippo. So. Hey, danke für den Follow. Now it will forestall the rotting sickness, I'm sure. Will you give it to the girl, Millicent? Ja, klar. I will reward you in kind. Reine Goldnadel. Super. Ein Moment, ich bin gleich wieder da. Sorry. Oh, falsche. Da wollen wir hin. Falsche Szene erwischt. Die kleine Lady geht ins Bett. Hat jetzt jemand, ich hab's jetzt nicht ganz mitgekriegt, sie ist von Fäulnis, mit Fäulnis geplagt und sie wollte das nie. Den Zwischenteil habe ich nicht so ganz mitbekommen, den er mir erzählt hat. Hi. Writhes with scarlet rot.
ask that I stab myself with the needle to quell the scarlet rot. But how? Ja, das frage ich mich auch. Never mind. I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Nee, eigentlich möchte ich zugucken. Hey. Well, that was easier than expected. But why do I feel so? Soll ich dich vielleicht doch mit meinem Schwert erlösen? Maleficent? Hallo? Ich probiere mal was. Was ich bisher in dem Spiel jetzt noch nicht gemacht habe. Früh am Tag. Ja, bis zum Mittag. Hey, sie sind ja... Boah, du siehst aber ganz schön grantig aus, dafür, dass du jetzt stehen kannst und nicht mehr verrottest. Ja. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this. Okay. By way of thanks. A token though it is. Erbe der Prothesenträgerin. Ich weiß nicht warum, ne? Aber kein einziger NPC in diesem Spiel erweckt Vertrauen in mir. Die sind alle irgendwie, als hätten, würden sie irgendwas im Schilde führen und nicht vertrauenswürdig. Ich bin auch eher dafür, diese ganze Tafelrunde aufzulösen und, keine Ahnung, irgendwie alle sind irgendwie, nee, weiß ich nicht. Eigentlich habe ich das Gefühl, mein Schwert würde dir gut tun. Considering leaving on a journey with the needle buried in my flesh, I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. Maleficent, ja, habe ich mitgekriegt. Leaving on a journey with the needle buried okay. In my flesh. Ja, ist gut. Ich hab dich verstanden. So. Warum war ich nochmal hierher gegangen? Warum bin ich hier gelandet? Ich weiß nicht mehr, was ich hier wollte, warum ich hier bin. Ah, warte. Ein NPC ist unschuldig bis zum Beweis der Schuld. ja, ich bin hierher, ich bin hier rausgekommen, weil ich in der Unterwelt hier hochgegangen bin. Und ich bin gerade am Überlegen, wenn ich mir das hier angucke, dieser Aufzug landet im Nirgendwo. In der Dunkelheit, im Untergrund. Hier war die Karte, dann ist das. Dann gucken wir doch mal. Außer Patches. Dann schaue ich doch mal, wo mich dieser Untergrund hinführt. Das ist doch hier irgendwo. Nee, das ist... Wait. So viel zum Untergrund. Das ist ein Turm. Da geht's nicht in den Untergrund.
Aha, dann weiß ich jetzt aber wirklich nicht genau, was ich hier soll. Warte mal, das führt mich dahin, das führt mich dahin und von hier führt es mich nirgendwo mehr hin. Dann ist quasi die Main Quest in diesem Gebiet erledigt. Würde ich jetzt mal behaupten. Allerdings, Moment, hier steht ein Turm. Dann muss es doch hier irgendwo auch noch einen... Oh, apropos. Ich kann ja mal nochmal zu ihm gehen. Ich habe ja wieder solche untoten Dinger. Hi. Klaus oder so, ne? War dein Name. Was geht ab? Blippo, Alter, danke. Danke für den Sub, den Prime Sub. Bestialische Lebenskraft. So langsam habe ich das Gefühl, ich sollte auch Dinge hier verwenden. Das sind ja... das kann ich sogar. Heilt Lebenspunkte über einen bestimmten Zeitraum. Das ist natürlich... Lindert die Belastung durch Gift und Scharlachfolle und heilt diese Effekte. Warum liest man sowas immer... Immer wenn es zu spät ist. Oh Mann. Oh. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Oh. Und ich habe vorhin was gesucht dagegen. Glaubst es ja nicht. Sorry, kurz niesen müssen. So. Irgendwas juckt mich immer noch in der Nase. Mal gucken, wie oft das jetzt noch passiert. Ich reite jetzt von hier, glaube ich, rückwärts mal zu dem Baum. Oh nein, Moment, 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 Moment. Viel wichtiger. Wie ein Profi ins Mikro rotzen. Oh, your divinity have mercy and grant me forgiveness. The road is yet long, a god is not easily felled. But one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Queen Marika. Königin Marika. Okay. You, is it? I didn't notice you there. Yeah. I'll be doing my job, same as ever. Yeah. Lay out your arms. Ah, mir fehlen Schmiedesteine 3. Also Level 3 Schmiedesteine. Das ist ärgerlich. Ein Riesenschwert. Da fehlt mir... Was fehlt mir denn? Stärke. Habe ich denn irgendwas anderes, was ich noch ein Großschwert Claymore? Guck mal an. Könnte man sich ja auch mal anschauen. Goldene Härte. Stärke, Geschicklichkeit. Was kannst du noch? Kannst du irgendwas Besonderes? Nee, keine Passiveffekte, Angriffskraft. Oh, jetzt, das ist natürlich jetzt so ein Ding, ne? Kommandantenstandarte. Dunkelschmiedestein, aha. Da fehlt mir auch noch die Stärke, die wollte ich auch mal probieren. Die habe ich mir extra gekauft. Hakenkrallenhand. Ich muss unbedingt mal ein bisschen was anderes, waffenmäßiges probieren.
Gerade weil ich keine Schmiedesteine Stufe 3 habe. Aber es ist halt auch schon Schwert der Geträumt plus 7. Also es ist gar kein so schlechtes Schwert. Die Hochlandaxt. Wilde Schläge. Kriegsgeburt. Ah, Moment, das ist der Effekt, den die haben. Iaido. Aufspießender Stoß. Racheschwur. Boah, das klingt auch geil, ey. Ich will dieses Großschwert der Verpflanzung benutzen. Moment mal. Kann ich das nicht zweihändig schon benutzen? Wie viel Stärke habe ich? 18. Ich brauche 40. Na, da fehlen mir noch 2 Stärke. Er erklärt sehr gut. Tilo, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid. Freut mich. Ach, Mensch. Ich bin schon wieder zurück. Ich bin mir nicht so sicher, was ich von dir will, ehrlich gesagt. Ich habe halt nur einen Dunkelschmiedestein. Und 138 plus 36... Also ungefähr 170, bisschen mehr als 170. Ja, so viel mehr macht das halt auch nicht, ne? Auf plus 7. Löwenkralle. Also gut, die Hochlandaxt wäre mal spannend noch. Aber ich kann ja diese Kommandantenstandarte einfach mal... Ach nee, halt. Das bringt mir gar nichts. Dieser Effekt sammelt euch. Der bringt ja nur was, wenn ich Summons hole. Und Summons hole ich ja nicht. Ah. Alles seltsam. Speer. Oh, ich weiß auch nicht... Ich würde gern was anderes benutzen, aber... Claymore Großschwert. Riesenschwert. Also. Ich denke, ich werde mal bis auf die Stärke 20 hochleveln und dann das Riesenschwert mal testen. Ich habe ja jetzt ein paar Seelchen, 16.000. Davon kriege ich noch kein Level. Und das gibt mir nur 2000. Wow. Wie viel brauche ich denn für ein Level? Ups, Entschuldigung. Ah doch, ich brauche ja nur... Oh, okay. Ich brauche nur 3... Okay. Also 13.900, ja, vielleicht kriege ich noch ein Level zusammen. Dann müsste ich ja in der Lage sein, dass, falls das hier genauso funktioniert wie in Dark Souls, müsste ich jetzt in der Lage sein, gleich... 13.000 brauche ich, mal gucken. Oh, es wird... Ah, doch, müsste ich zusammenkriegen. Schauen wir mal. Ja. Muss zwar ein bisschen was verbrauchen, aber... Hast du meine Rune? So. Jetzt darf ich die Waffe hier ja nicht ausprobieren, weil ich in dieser Gegend bin. Ah, hier gibt's noch irgendwas. Hier ist noch irgendwas zu holen. Nur wo gehe ich hin? Nicht hier. Warum ist hier so ein Riesengebiet, das... wo nichts ist? Das schaue ich mir mal kurz an. Sie ist weg. Okay. Ach so, und das Riesenschwert jetzt mal testen. Du bist ein hervorragendes Opfer, um eine Waffe auszuprobieren. Ü
überladen. Große Last. Ah, da muss ich noch ein bisschen Last skillen auch. Bin ich jetzt... Er zeigt mir das jetzt immer noch als nicht verwendbar an. Können die mir kurz... Gibt mir bitte kurz Bescheid, ob das in Elden Ring genauso läuft wie in Dark Souls, bitte. Also ich würde davon ausgehen, aber er zeigt es mir hier unten, auch wenn ich es zweihändig halte. Es läuft genauso. Okay, das heißt, ich kann die mit der Hälfte der Stärke beidhändig führen. Nee, nicht wirklich. Achso, ich habe jetzt 30. Ah. Verstehe. ...27 reicht. Ah, okay. Aber ich finde das Muster eigentlich ganz cool gerade, das Angriffsmuster. Was macht der, wenn ich einen starken mache? Oder so zu? Und dann haben wir noch den. Das funktioniert irgendwie gar nicht. Keine Ahnung, was das ist. Das ist eine Abwehr. Ah, hätte ja schon Bock drauf. Hätte ich schon Bock drauf auf dieses Schwert. Das heißt, ich muss noch einiges an Stärke skillen. Gut, okay. Behalten wir so. Im Hinterkopf. Jetzt noch das Claymore. Okay, das ist einhändig. Ah, schöne große Reichweite. Wow, okay. Geil. Okay. Hat was. Haben wir einen Gegner? Da vorne war ein Gegner, ne? Oh, sie haben mich gekillt. Lol. Der Move von Artorias. Oh, das weiß ich gar nicht mehr, dass der so einen Move gemacht hat. Aber doch, obwohl, ja, doch. So dunkel erinnere ich mich, nachdem du es jetzt sagst. Ist natürlich mit schwerer Last gar nicht. Geht gar nicht klar, tatsächlich. Also das schwere Last, mittlere Last ist absolut in Ordnung, aber schwer, nee, fühle ich nicht. Was habe ich denn hier noch für wilde Schilde? Wilde Schilde? Da war ich eigentlich sehr zufrieden mit meinem Setup. Ich habe auch neue Zauberstäbchen. Ja gut, das ist, ich brauche nur den hier. Nur für Waffenverstärkung und so ein Spaß. Okay. Ich weiß, dass mir das Riesenschwert gefällt mir. So, hier unten ist eine riesige Wüste. Lass mich gucken, bitte. Nicht angreifen jetzt. Und nicht runterfallen. Es geht hier unter mir, oh, schwer zu sagen. Das ist eine fette Wüste. Wie komme ich da hin? Ich will mich da umgucken da unten. Ob ich hier irgendwo. Da drüben vielleicht.
Sterbe ich, wenn ich hier runterhüpfe? Oh. Okay. Ja, so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Oh, du bist ja... Ich dachte, du bist... Du bist ein NPC zum Miteinander reden, aber nee. Nee. Komm ich hier runter? Probier das jetzt, ne? Gut, nachdem die Kamera so nach oben gegangen ist, mein Charakter immer tiefer. Das ist nicht so beabsichtigt. Die wollen mich abhalten. Die wollen mich abhalten, die Wüste zu erforschen. Schweinerei, ich dachte, das wäre eine Open World hier. Oh Mann. Ah. Bist du ein Feindlicher? Ich habe auch schon mal einen Kumpelriesen getroffen. Willst du mir aufs Maul hauen? Ja, du willst mir aufs Maul hauen. Das Spiel wird mich nicht darunter lassen, ne? Ich würde aber gern. Ist das ein nicht erforschbares Gebiet wahrscheinlich? Hm. Es sieht aber so aus, als könnte man da mal so ein bisschen einen Strandurlaub machen. Naja. Du siehst ja auch witzig aus. Oh! Kollege, ich habe dich in Ruhe gelassen, du lässt mich bitte in Ruhe, ja? Ah, die T-Rex-Doggen sind auch am Start. T-Rex-Raben, T-Rex-Doggen. Ah, ihr armen Viecher. Ah, hier werdet ihr wohl gefüttert. Ah, ihr kämpft da gegeneinander, gegen irgendwas. Okay. Lässt sich jetzt nicht einsetzen. Oh Gott. Es gibt einfach Treebox hier. Nice. Könnt ihr mal nicht? Ey, ihr seid doch so Billo-Bob-Gegner, oder? Ah, nee, hält sich. So, okay, da ist einer mit ein bisschen mehr Rüstung am Start. Schmiedestein Level 3. Wollen wir mal... Ja, komm, wir hauen euch.
Wir hauen uns mit denen. Erst die Kleinen weg. Oh, apropos Kleine wegmachen. Komm, hau mich. Wow. Ah. Nicht dreimal hauen. Oh. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll mich hauen, ne? Und dann hat er mir aber voll eine mitgegeben. Ja, gut. Da habe ich jetzt... Wow, aua. Habe ich jetzt auch nicht so viele Seelen liegen, so irgendwas um die 1000. Hilfe! Gucken wir mal weiter. Okay. Falscher Moment. Oh, das ist mir also... Warum müssen hier jetzt vier... Hallo? Drei von euch sein oder vier? Ja, war ein bisschen unnötig gerade und schlecht. Und auch einfach schlecht gespielt an der Stelle. Oh, hi. Grüß dich. Wir hatten schon mal das Vergnügen, allerdings ohne Feuerschwert. Aua. Wo muss ich dich hauen? Oh nee, ich bin natürlich auf der falschen Seite. Ah, lass mich da durch. Ach. Ups. Ach, shit. Ah, okay. Ah, oh, das ist... Ach, sowas ärgert mich immer. Wenn ich dann nicht an ihn rankomme, er liegt genau so vor dem Baum und... Ah. Verdammte Axt.
Oh, okay. Ich habe immer noch keine Nahrung für Pferdi im Inventar, beziehungsweise in der Schnellauswahl. Sollte ich mal anfangen damit? Das ist nämlich schon wieder... Hat guten Schaden bekommen! Ah. Doof. Oh, er kommt. Nein. Ah. Verdammt. Gut, vielleicht sollte ich mich doch einmal durchkämpfen, damit ich Ruhe habe. Oh, ärgerlich. Oh, voll in die Fresse. Nee, nicht abfackeln jetzt. Nicht abfackeln. Ah. Oh Gott. Ach so. Okay. Was mache ich hier überhaupt? Das scheint kein... Okay. Ah doch, guck mal, der sagt sogar, ich soll da lang. Also gibt's doch, ist das doch irgendwie Main Quest mäßig vielleicht was? Okay, in dem Fall bin ich doch nicht falsch. Oh nein, ach der zweite, ey. Nicht abfackeln, nicht abfackeln. Komm, ey. Der trifft aber auch der Junge da oben in seiner Balliste. So, kommen Sie bitte. Gut. Okay, jetzt zu dem. Zum Dicken. Kommen Sie! Ich bin da, wer noch? Okay. Ach gut. Wichtig, dass ich ihn hier getroffen habe. Nein. Oh.
Boah. Lass mich, ach nö, verdammt. So, jetzt aber. Ja, nice. Okay, läuft. Hallo? Schlüssel? Macht einer das Tor auf? Nee? Ah. Ich hab gerade euren dicken Beschützer gekillt. Hallo, aufmachen. Schade. Hätte ich ja doch einfach vorbeilaufen können. So, ich denke... Oh, nee, ich weiß nicht, was ich denken soll. Ha. Also das hier ist schon irgendwie offensichtlich, so, hier kann ich rüber. Aber... Ich will ja da rein. Leute, ich will doch da rein. Vielleicht kann ich irgendwie klopfen? Hallo? Was haben wir denn da drin überhaupt? Löwen. Geil. Löwen mit... Oh Mann. Oh, dieses Spiel. Oh. Es hat Adler mit Klingen an den Füßen und jetzt haben wir auch noch Löwen mit Klingen an den Beinen. Oh Mann. Gigantisch. Ah, aber ich bin immer noch am Rätseln. Wo ich hier weiterkomme. Irgendwie habe ich Angst, darüber zu hüpfen. Deswegen hüpfe ich jetzt erstmal hierher. Ist da unten noch irgendwas anderes? Nee. Und hier war doch gerade... Nee, okay, ich habe mich verguckt. Wo geht diese Leiter hin? Nicht bis ganz runter. Zwischenebene. Blut. Miedestein 6. Okay. Was hatte ich noch gebraucht für das Upgrade fürs Schwert? Ich glaube Schmiedestein 3, ne? Dann aber 4 Stück. Kann ich hier... Das sieht schon ein bisschen so aus, als könnte ich, ne? Kann ich hier mein Pferdchen rufen? Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. Okay, nee, darf ich nicht. Warum auch immer. Geronimo! Okay. Das war leichter als gedacht. Dachte, ich müsste weiter... viel weiter hüpfen. Ich will es kaputt machen. Nicht kaputt machen. Ich darf es nicht kaputt machen. Darf ich es wegschieben? Nee, bin zu schwach.
Irgendwas glitzert hier in der Nähe. Irgendwas glitzert und funkelt. Aha. Höhleneingang. Oder? Habe ich mich verguckt? Ich habe mich verguckt. Ah. Friedhof. Sprung. Gut. Aha, der funkelt. Hätte jetzt hier drüben aber gerne eine Gnade, bevor ich mich mit denen hier anleg. Gibt's doch bestimmt irgendwo eine Gnade. Hallo? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ist doch nicht euer Ernst. Ja, dann verprügeln wir mal noch ein paar Fledermäuse. Let's go. Oh, shit. Oh, oh. Ach, komm. Okay. Das war knapp. Das war richtig knapp. Ach, come on. Okay, gut. Giftpilz. Goldene Rune. Wählender Schmetterling. Keine Gnade. Da unten auch nicht. Na gut, dann die Leiter. Ich sollte mal gucken, ob ich diese Vergiftung irgendwie heilen kann, ne? Oder was auch immer das ist. Aber so viel zieht's mir auch nicht ab, also geht schon. Bolzen. Kann ja nicht sein, dass das die einzige Gnade ist da hinten. Du hast ein Feuerschwert, oder wie? Boah. Fluch. Scheiße, es ist leer. Es ist leer. No. Okay, keine Ahnung. Ich muss hier weg. Ganz schlecht. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Da, Leiter.
irgendwie zu einer Gnade kommen. Hier ist ein Hundi. Auch schlecht. Keine Gnade in der Ecke. Hallo? Hier vielleicht? Ein Bogenschütze. Nein. Nein! Ach, scheiße. Zwar hier, warum funkelt's hier? Hier funkelt irgendwas. Jetzt muss ich mich wieder bis da reinkämpfen. Uff. Das ist ein ganz schönes Stück. Ja, wobei, vielleicht komme ich ganz gut. Ich probiere es mal. Wie weit ich mit Pferdchen kommen kann, ohne zu kämpfen. Ja. Noch eins höher. Und jetzt springt der runter. Zip. Um die Ecke. Spiel lässt mich drüber reiten. Nice. Okay, cool, guck mal. Bis hierher. Und ab nach oben. Okay, so. Jetzt wie gehabt. Zack. Zack. Und zack. Hoppla, nee, ich will das machen. So, jetzt gucken wir mal, wir zwei. Oh, what? Er macht mich einfach One-Hit. Oh, shit. Oh, nee, nicht saufen. Er klatscht mich einfach One-Hit da weg, ey. Ach, du Schande. Whoop. Dieses dämliche, ich vergesse es aber auch jedes Mal, ne? Ja. Gut. Das war's mit den Seelchen. Ach, come on. Komm schon. Alles halb so wild.
Diesmal habe ich dran gedacht. Ah, ich komme nicht rüber. So, jetzt hat. Jetzt hat Lee. Wunderbar. Let's go. Dass ich hier aber auch keine Gnade gefunden habe, wundert mich irgendwie. Normal war das Spiel immer so. So nach der Zeit hätte ich jetzt normalerweise eine Gnade. Hier in der Burg aber irgendwie nicht. In dieser Burg nicht. Normal war das Spiel immer gnädig. Ja, was Gnaden betrifft, war es immer sehr gönnerhaft. So, jetzt nochmal. Quatsch. Jetzt nochmal zu dir. Ich will mich nicht one-hitten lassen von ihm. Lieber so habe ich einen zu viel. Wieso kriege ich ihn denn jetzt nicht mehr pariert, ey? Das gibt's nicht. Fluch! Mann! Ah! Ah! Oh Mann! Schon wieder da reinreiten. Gutes Gelingen und einen schönen Abend, Miko. Schön, dass du am Start warst. Dankeschön. Und dir eine erholsame Nacht. Oh, schon wieder von diesen Pre-Box auf die Fresse. Aber voll. Oh, ist das nervig. Das ist natürlich mein Wärtchen hinüber. Nee, ist es nicht. So. Okay, und erneut. Erneut klettern wir eine Leiter hinauf. Hier muss es irgendwo eine Gnade geben, oder nicht? Das gibt's doch nicht. Ich mache jetzt was anderes. Also,
Die sollte ich mir vielleicht schon noch kurz vorm Leib halten. Und auch um ein bisschen zu heilen, ohne Heiltränke zu verhauen. Ist das eine Höhe, von der, aus der man stirbt? Ich glaube nicht. Nice. Handbuch. Handbuch des Rüstungsschmieds. Oh, hi. Genau, die Tür mal aufmachen hier. So, da wollte ich kurz hin. Seid ihr Gefangene oder warum sitzt ihr hier so rum? Okay, hier hat mich in der letzten Runde der Ambusschütze ganz schön geärgert. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Hier sind diese Löwen, ne? Aber ich höre irgendwas links von mir. Ist es eine Gnade? Nein, ist es nicht. Scheiße. Wo muss ich hin? Darüber. Ich will nicht mit euch kämpfen. Ich habe echt keinen Bock. Rüstungsschmied. Ah, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo geht's weiter? Oh, was seid ihr denn? Lops. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Huah! Da oben rein vielleicht? Nee. Ich glaube, da geht's weiter. Konnte ich mich an den Löwen vorbeischleichen. Sehr gut. Auch nix, auch keine Gnade. Oh Gott. Flammenwerfer. Nice. Warum auch nicht? Hallo? Leiter. Hallo? Oh, hi, grüß dich. Mein Dicker. Grüß dich, Digga. Tja. Was war's mit dir? Lamberge. Okay. Hm. Widerstand 3. Eieieieieieieiei. Feuert in meine Richtung. Refugiumstein. Okay. Weiß ich jetzt auch nicht genau.
Schmiedestein. Gut, okay, das war alles hier so ein bisschen der Loot-Bereich. Ah, Mist. Ich habe gehofft, ich komme hier irgendwie sneaky ein Stückchen weiter. Ich sehe aber auch nirgends eine Gnade, ne? Kann ich hier mit genug... Ne, so weit kann ich nicht hüpfen. Irgendwie darüber hüpfen. Gut, dann muss ich jetzt wohl durch den Flammenwerfer laufen. Alles klar. Let's go. Es ist nicht nur ein Flammenwerfer. Okay. Alles klar. Es sind fünf. Aua. Och Mensch. Oh shit. Schlecht. Nochmal gut gegangen. Oh no 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 no. Nicht verhauen, nicht verhauen. Oh shit. Wer hat mich bemerkt? Nein, nein. Oh, mein Gott. Hey. Alice und Fiona. Danke für dein Follow. Nope. Ja, okay. Gut, 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 gut. Thanks for the follow. Oh, what the? Nee, 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 no, 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 no. Where are you from? I'm from Germany. Nice to meet you too. Just to avoid work for you, if you want to sell me something. I don't need anything. I don't need emotes. I don't need anything. But thanks for asking. Ooh. It's just like when someone English speaking came into my stream. They always try to sell me something, so don't try it. Obala. Nope. Sepp, ja. Genau das, ne? Okay, okay. Gut, 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 gut. Oh, eine schwere Armbrust bekommen. Oh Mann, ey. Warum müssen da drüben jetzt so viele davon rumstehen? Kannst du mal rüberkommen? Ja, wegen deinem Kumpel. Komm du mal her. Ja, danke. Sehr gut. Oh, uncool! Uncool!
Okay. Scheiße. Ihr seid echt miese. Nope. Wo geht's hier weiter? Wo geht's hier weiter? Ich will nicht gegen dich kämpfen. Können wir bitte nicht? Können wir einfach aufhören? Tschüss. Okay. Okay, okay. Ich glaube, da drüben geht's gar nicht weiter. Da gibt's nur Loot. Bin nur da hingerannt für Loot jetzt. Echt? Oh Mann, ey. Ah. Nee. Verdammt. Ach Mann. Ah. Oh, ist das ärgerlich. So weit. Ah. So weit vorgedrungen in dieses Schloss, Dorf, Burg, was auch immer. Ah. Ah, oh, übel. Naja, gut. Bisschen Fortschritt gemacht in dieser Folge. Ah, Leute auf YouTube. Twitch, bleibt dran. Nicht abschalten. Leute auf YouTube. Ich sag's nur so deutlich jetzt gerade nochmal, weil wir die Vermutung haben, dass ab und zu mal einige abhauen. Deswegen, YouTube, Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.